So, jetzt speichere ich mal eben. Hallo. Ich habe nur hinter der Bar geguckt, was es da so gibt. Tammy? Nein, James habe ich nicht gesehen. Aber ich warte jetzt auf den... Wer schnarcht denn da? Trini. Ich nehme einfach alles mit und verkaufe das jetzt hier. Ich brauche nämlich ein bisschen... Shit. Was haben wir denn hier? Wo? Das gibt's doch nicht. Eben gerade ging's gut. Alles gut. Ich spiel gerade Fallout Shelter. Fast 200 Bewohner, mein Lieber. Huh. Das ist echt eine ganze Menge. Da arbeite ich noch dran. Ich habe 116 oder so, glaube ich. Wollte ich da unten jetzt nicht warten? Meine Karriere als Meisterdieb, ja. Ich arbeite dran. So, dann warte ich jetzt dann einfach 2 Tage. Nee, ich warte nicht, Leute. Ich warte nicht. Weil ich bin jetzt hier gerade auf Beutejagd. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier mich andauernd ablenken lasse. So, Mitteldeck. Hier war ich schon. Ich will die ganze verdammte Vault ausrauben. Wie viel Platz habe ich noch? 5 Kilo. Das ist nicht viel. Da muss ich erst was verkaufen gehen. Marketplace. Das Meister hast du von mir abgeguckt, okay? Ja, also wie gesagt, bei mir kann auch noch einiges kommen. Ich habe übrigens, ich habe ja dieses tolle Buch der Namensgebung jetzt mittlerweile hier. Und in dem Buch stehen jetzt, glaube ich, 17 weitere Namen drin, die quasi noch in meine Vault wollen. Ich glaube, es wird echt Zeit, dass ich die Vault ein bisschen aufbaue und ein bisschen mehr... Ja, ein bisschen mehr Leute drin habe. Hallo! Hallo, Jerome. 762. Das könnte eine Safe-Kombination sein. So, Morphium kriegst du alles. Nudeln. Okay, das sieht doch gut aus. 313 Kronkorken für mich. Heißt, ich brauche 308er Munition. Was? Jetzt muss ich dir 500 Kronkorken geben, wegen so viel Munition? So viel war das doch gar nicht. 69 Schuss. Aber die brauche ich. Die ist so gut, die Munition. Schau mal, was ich noch brauchen kann. Shotgun Shells. Oder 5,56 Munition, die ist wichtiger. Da hat er richtig viele. Show kann ich es mir nicht mehr leisten. Dann gebe ich davon ein paar zurück. 310? Was kosten die so viel? Was war das? 308er Kaliber. Kosten 12. Okay. Die Zahl deiner Sexpartner. Ach, Kara. Call of Duty spiele ich im Moment nicht, nein. Aber da kommt ja irgendwann auch wieder ein neues raus, ne? Oh, 762 Tage bis Fallout. Das wäre doch was. Dele.
Dann kann ich mir eigentlich noch ein bisschen was von der Munition kaufen. Von der 556er. Ach, ich muss ihn... Ne, das passt. 650 Kronkorken ist okay für die Sachen. Und den Strahlungsanzug nehme ich auch noch mit. So, jetzt habe ich wieder zu viel. Ich blick da nicht durch. Warum geht denn der Preis da so stark rauf und runter? Die sind doch gar nicht so viel wert. Mit so jemandem macht man gern... Okay, Reparatur ist nicht weiter möglich. Black Ops 3 kommt demnächst. Weißt du wann? Könnte ich eigentlich mal ein paar Multiplayer-Runden machen zu Black Ops 3. Das wäre doch was. Oh, das geht genau auf. Mit so jemandem macht man gern Geschäfte. Auch rein. So, ich hoffe, ich habe keine verkrüppelten Sachen hier. Nee, ich bin nur nicht besonders glücklich. Marvus Zockus. Und 20 Kilo kann ich noch tragen. Meinen schönen Radiation Suit habe ich jetzt auch wieder. Mit 65 Strahlenreduktion. Sieht doch extrem gut aus, ne? Steht mir total gut. Ah, ich habe ja noch so viel Zeug, das ich verkaufen kann, oder? Was darf denn sein? So, ich habe doch noch ein bisschen Kram, was ich loswerden kann. Und zwar könnte ich dir noch ein bisschen was hier von meinem Zeug geben. Psycho muss ich noch loswerden. Brauche ich nicht. Multivitamin-Tabletten lasse ich. Den Muffin auch. Ich habe 7-mal Wodka dabei. 7 Kilo Wodka. Wie viele möchtest du verkaufen? 5. Ach, das war Whisky. 3 Kilo Whisky, davon reicht einer. Das passt. So. Mit so jemandem macht man gern Geschäft. Bis später. Hallo. Black Mops 3. Die Rückkehr. So, jetzt gehe ich mir den Typen holen hier. Und danach gehe ich mir selber ein Bier holen. Was haltet ihr davon? Hallo. Ja, Beta. Ich habe wenn ich die Beta spielen wollen würde, müsste ich es mir auf der PS4 kaufen. Und Shooter mit Controller. Hallo. So, dann warte ich jetzt einfach mal 12 Stunden. 11 Uhr Abend, da müsste doch jemand noch da sein. Bier für alle. In Fallout Shelter habe ich zwar nur 14 Bewohner, aber 100% zufrieden. Das geht am Anfang auch noch recht leicht, muss ich dir leider sagen, aber umso mehr Bewohner du hast, umso schwieriger wird es. Also, so Sister, Belle Bonnie, Flag, was gibt's denn da zu glotzen? Brock. Dies ist das Muddy Rudder. Wer Schwierigkeiten macht, kriegt's mit mir. Ich glaube, entweder dann habe ich das nicht richtig gemacht, ne? Zeit, sich zu besaufen. Sister, der Typ. Ich habe es offensichtlich nicht richtig gemacht. Oh, ich muss unbedingt schlafen, Leute, weil sonst kippe ich gleich um. Eckenschürze, willkommen zum Stream. Mach's dir gemütlich, schnapp dir ein Bier. Kara verteilt welches. Wenn ich jetzt nicht bald schlafe hier in Fallout, dann kippt mein Charakter einfach um. Für welche Plattform ich es will, wenn dann für den PC. Hungrig und durstig ist der gute Marvus Zockus Maximus Minimus Fidibus. Wo könnte ich denn schlafen? Wo habe ich denn ein Bett hier? Ich glaube. Ich hoffe, ich kriege das hin, dass ich dann auch hinkomme. Erstmal speichern.
Kurz googeln. 7 Kilo Wodka Achievement earned. Ein echter Russe. Ein echter Russe. Ja, so weit kann's kommen. So, irgendwo war hier doch ein Bett. Bei Dukov vielleicht? GNR-Gebäude, Friendship Highs, Chevy Chase, Graditch, Springvale ist keins, Schule von Springvale, da ist auf jeden Fall ein Bett. War ich da schon mal drin? Ich glaube, da war ich noch gar nicht drin. Ich habe gerade gemerkt, dass ich mein Handy in der Uni vergessen habe. Oh, scheiße. Das ist natürlich großer Käse, wenn sowas passiert. So, aber bevor es jetzt weitergeht, liebe Leute, hole ich mir ein Bier. Ein Bierpäuschen. So, das ging schneller als gedacht. Was suchst du denn bei Google? Wie man die Zufriedenheit erhöht?